Hey Leute, ich bin's wieder, euer Rodax und herzlich willkommen zum nächsten Server-Tagebuch-Video hier auf meinem Channel. Ja, und diesmal wieder mit einem kleinen Live-Commentary. Jo, und dieses Mal habe ich zwei Themen vorbereitet. Das eine ist eine neue Warp-Vorstellung, quasi ein neuer Warp von mir, den ich gebaut habe mit dem Drachenmeister. Und das zweite ist ein bisschen Köpfe verteilen bei WRT. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal direkt durch mit den Themen für heute. Und zwar geht's mal los bei WGlück. Vielleicht kennen den schon die einen oder andere von euch. Ist quasi ein Casino-Warp, den ich mit dem Drachenmeister L zusammen eröffnet habe. Wir haben uns hier quasi, also wir teilen hier quasi alles, Gewinne, was wir hier reintun, irgendwie alles. Also, ja, sind auf jeden Fall ganz coole Casinos dabei. Könnt ihr mal abchecken, wenn ihr Bock habt. Also, ich habe mal extra gewartet, bis der auf allen drei Servern verfügbar ist mit dem Vorstellungsvideo. Und ja, hier kann man halt, das ist halt so ein ganz normales Reihen-Casino, das geht der Reihe nach. Dann haben wir hier ein Köpfe-Casino, wo halt nur Köpfe im Casino zu gewinnen sind. Das ist halt relativ teuer. Dann hier haben wir ein Spamino und da haben sich richtig viele gefragt, wie das funktioniert. Und am besten ist es, wenn man hier wirklich die Reihe, also wenn man hier zum Beispiel die komplette Reihe 1 durchspammt, das sind die vier Schilder und die vier Schilder, weil die halt alle auf einen Zufallsgenerator laufen, genauso oder halt zum Beispiel nur die Reihe 2 und die Reihe 2 und ja, man kann natürlich erhöhen, also man kann natürlich auch komplette Reihe 1 und Reihe 2 und Reihe 2, 3 durchspammen. Zahlt man halt mehr, aber die Chance steigt halt, also nur für die, die es halt irgendwie nicht verstehen. Was war das jetzt gerade? Ich sehe gerade die... So, ich sehe gerade irgendwie das Bild abgeschmiert. Ich habe hier gerade eine Fehlermeldung von Windows bekommen. Alles klar. Jo, was gibt's denn hier noch? Sonst, ansonsten, ja, hier so ein Diamanten-Casino, ein normales Casino, ein Erze-Casino und so weiter und so fort. Kennt ihr wahrscheinlich alles. Ist auch hier alles beschrieben. Natürlich gibt es das Ganze auch auf S2. Ich mache jetzt immer direkt schamlos Werbung am Anfang. Nee, stelle da mal meine ganzen Projekte halt vor. Was ich halt so mache im Server-Tagebuch. Und ich denke, das gehört einfach auch dazu. Hier auf Server 2 haben wir halt das Spamino und dieses Casino, da ist wieder gleich. Dann hier kann man Deutschlandköpfe gewinnen. Das ist ja auch ganz interessant übrigens. Hier muss man immer gucken, dass das Signal hier weitergeleitet wird. Das heißt, man muss jetzt hier zum Beispiel zack hier unten drücken. Dann wird das Signal 1 weitergeleitet. Man drückt wieder 1, das wird wieder weitergeleitet. Und ja, das funktioniert halt so. Und natürlich muss man auch ein bisschen schnell sein, denn ihr seht gerade, das hört irgendwann auf. Und ja, dann muss man halt versuchen, die ganzen Schilder hier zu spammen, mehr oder weniger. Oder halt zu spammen, halt nach der Reihe zu klicken, bis eben hier. Hier ist der Hauptgewinn. Und die Hauptgewinne, die sind, ich fresse jetzt mal hier eine Melone, sind immer hier vor dem Casino ausgestellt. Also hier zum Beispiel diese Sammler-Items hier. Oder eben der True-MG-Kopf. Ja, dann haben wir hier noch ein kleines Glücksrad, das eben so vertikal verläuft. Ja, und das war es eigentlich auf S2. Dann zeige ich euch nochmal ganz kurz das auf S1 und dann gehen wir auch schon Köpfe aufstellen zu WRT. Ein paar von euch haben sich ja längere Folgen gewünscht, deswegen machen wir die Folge mal ein bisschen eine Plauderfolge. So, da gehen wir jetzt auch mal zu WGlück. Ja, und hier ist eben wieder ähnlich. Hier vorne eben das Casino, hier das Spamino, hier haben wir ein Diamanten-Casino, hier haben wir ein Spawn-Eier-Casino, hier haben wir so ein Casino, was in beide Richtungen läuft, dann haben wir, was haben wir noch hier, hier haben wir ein Crate-Casino, hier ein Glücksrad, das ist übrigens ganz cool. Da muss man versuchen, dass beide Pfeile nach unten zeigen, also beide Glücksräder quasi nach unten, die Lampe anleuchten, mehr oder weniger. Dann haben wir hier noch ein Schutz 4-Zauber-Casino oder wie man das nennen mag. Und ja, wieder das, diese Standarddinge halt, die wir auf allen Reservern haben. Ich hoffe, die Warps gefallen euch soweit und so fort. Es war auf jeden Fall relativ viel Arbeit, das Ganze hier zu bauen. Könnt ihr euch vorstellen, die Redstone-Techniken dahinter sind richtig, richtig groß. Also die sind echt enorm manchmal. Und ja, deswegen würde ich jetzt mal sagen, genug Eigenwerbung gemacht oder Projekte vorgestellt. Jetzt gehen wir mal direkt zu WRT. Und da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet für euch. Und zwar, erstens mal danke an alle, die hier, wie gesagt, immer so fleißig Köpfe und Spawn-Eier spenden. Die haben mittlerweile wieder zugenommen, diese Spenden, würde ich mal sagen. Und jo, hier haben wir mal so ein paar neue Köpfe, ein paar coole auch dabei. Ich werde mal hier direkt alle mitnehmen und die Kiste direkt mal wieder abbauen und die Kiste dem Brunnen der ewigen Jugend spenden oder wie auch immer man das mal nennen mag. So, jo, und wir werden jetzt mal so Köpfe aufstellen gehen und währenddessen werde ich also ein bisschen plaudern. Denn ich habe ja, wie ihr wisst, mittlerweile meinen Ferial, also für alle, die so aktiv gucken und die Folge aktuell schauen, habe ich ja meinen Ferialjob, also meinen Ferienarbeit mehr oder weniger, habe ich jetzt abgeschlossen und ja, ist auf jeden Fall ganz cool. Jetzt bin ich wieder zu Hause, habe ein bisschen mehr Zeit, muss zwar lernen, weil ich habe jetzt die nächsten, so wenn ihr das gerade seht, müsste ich nächste Woche und übernächste Woche eine Prüfung haben. Die sind nicht so einfach, das heißt, da muss ich noch ein bisschen lernen, das heißt, ich werde nicht allzu viel aktiv sein und deswegen bin ich ein bisschen im Vorproduzieren gerade. So, und diese Dinger hier, die habe ich mal gekauft, die setze ich mal hier oben irgendwo. Also am besten hier, keine Ahnung, hier im Badezimmer vielleicht so ein Schalterkopf und zack, vielleicht hier. Habe ich mir das überlegt und jo, wo machen wir den hier hin? Den Shuggly. Ich überlege gerade, ob ich den einfach hier so neben das Bett mache, so als kleinen Hund. Jo, der sieht doch ganz cool aus. Ja, braver Schalker, braver Schalki. Shuggly, Alter, Schalker, Shuggly. Ich komme dann ganz klar mit den Dingern. So, und dann gehe ich nochmal kurz zur WRT zurück. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt meine Ferialarbeit abgeschlossen.
Hab da ordentlich Restaurants getestet, wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben. Und ja, bin quasi damit jetzt fertig und deswegen wieder ein bisschen mehr Zeit, aber halt, wie gesagt, die nächsten 2 Wochen noch ein bisschen stressiger. Ab dann wieder mehr Zeit, vor allem abends bin ich dann online und Alter, hier sind richtig viele Viecher schon wieder. Was ist das hier? Wie Rotax ist 1, 2, 3, Rotax Schaf. Ja, wahrscheinlich ist es ein Schaf. Was ist das hier wieder? Das ist sicher irgend so ein Pet ist doof. Ah, alles klar. Rotax, WRTS 3 Hertz. Läuft auf jeden Fall. Was sind das hier für Kühe? Der heilige Rotax. Ne, das heilige Rotax. Was ist das hier? Rotax-Kuh. Jo, da waren die Leute wieder mal ganz kreativ am Start, würde ich sagen. Und ich gehe jetzt mal so ein bisschen Köpfe verteilen. Jo, wo machen wir denn die Kiwi hin? Eine Kiwi kann man immer in der Küche brauchen, denke ich mal. Oder generell hier oben. Wo machen wir das hin? Ich würde mal sagen, die machen wir da. Och nö. Das habe ich ja voll vergessen, dass diese Kackdinger da. Alter. Leute, ich bin ein richtiger Noob. 1, 2, 3, 4. Warte mal ganz kurz. Ich arbeite hier mal ganz kurz mit dem Backbefehl und hole mir ein paar Schnüre. Ich werde das jetzt mal ganz, ganz elegant hinpfuschen. 1, 2, 3, 4. Ich habe nämlich gerade echt keinen Bock. Weiter. Hier das komplett aufzubauen. So, dann pfuschen wir hier eben ganz kurz am Bau. Soll er nicht schaden. So, auf jeden Fall auf den Tisch hier nichts mehr draufstellen. Das soll ich mir merken. Ja, dann haben wir noch, was haben wir noch für coole Dinger? Die sind noch 10K-Köpfe und dann haben wir eigentlich eh nur noch irgendwelche, ja, so coole Köpfe mehr oder weniger. Hier können wir nochmal so eine Kiste hinstellen. Und was haben wir hier noch alles? Eine Melone würde sich in der Küche, ja, das habe ich mir schon mal gedacht, glaube ich, dass ich mir eine Melone hier ganz gut machen würde. Ja, die stelle ich hier mal in den Lagerraum nochmal rein. Und ja, dann haben wir hier noch ein paar Deutschland-Köpfe am Start. Das sind übrigens alle Dinger, die ich so doppelt habe. So, ich mache jetzt einmal ganz kurz so Dekorationszeug und ich denke mal, ich werde auch eher im Keller diesmal dekorieren. Ich habe ja hier oben schon relativ viel rumstehen. So, wir machen mal nur diese Blumentöpfe da. So, mal schauen, wo wir die hinbekommen. Ich würde mal sagen, so eine Orchidee. Ach, egal. Ich lasse es jetzt mal so. Ich habe gerade nicht überlegt, dass da ein Bild hing. So, diese Orchidee. Wo machen wir die denn hin, diese wunderschöne Orchidee? Ich überlege auch gerade, ob man die hier hin macht. So ein bisschen als Dekoration. Würde es gut aussehen? Ich weiß es halt nicht. Ich kann hier ja so ein bisschen umbauen. Zack. Wenn man hier so einen Blumentopf hin macht, vielleicht nicht immer dieselben, sondern so ein bisschen unterschiedliche. Ich denke, das sieht echt nicht so schlecht aus. Dann macht man hier vielleicht das hin und hier das hin. Und dann haben wir hier noch was. Oh, da wurde jemand gebannt. Dann machen wir hier nochmal welche hin. Ich glaube, das sieht so mal ganz cool aus, wenn man hier so ein bisschen die Dekoration am Start hat. Dann haben wir hier noch so einen Blumenkopf. Also wie gesagt, ich verteile die Folge nur so ein bisschen Köpfe und werde wahrscheinlich so ein bisschen was noch erzählen, wie es so in nächster Zeit aussehen wird. Und ja, ich denke, das wird schon noch eine Zeit lang dauern. Ich werde das immer hier alle verteilen, deswegen diesmal eine längere Folge für alle, die so zugucken wollen. Wo man die ganzen Köpfe hinmacht. Hier wird so ein Orchideenkopf noch ganz gut passen, denke ich mal. Mein Blumentopf, wo passt denn der hin? Den machen wir dahin, würde ich sagen, so einen Tisch. Und generell, jetzt würde ich mal so das Essen verteilen. So, was haben wir dann noch alles? Bier haben wir hier noch am Start. Also wenn man hier so, keine Ahnung, hier irgendwie so noch einen Bierkrug in die Mitte stellt. Oder hier vielleicht zum Chillen irgendwo so ein Käse in die Ecke. Nee, Spaß. Hier so irgendwie vielleicht noch, keine Ahnung, hier so ein Toastbrot in die Ecke stellt. Oder ich weiß es ja auch nicht. So ein bisschen dekorieren halt das Ganze hier unten. So, hier vorne hatte ich noch irgendwo eine Küche. Würde ich jetzt nochmal hier so einen Bierkrug hinstellen und vielleicht so einen Käse irgendwo an den Tisch klatschen. Dann hier in die Küche kann man nochmal einen Käse irgendwo hinstellen. Vielleicht hier direkt so mal nebenan. So, dann hätte ich gesagt, da drüben haben wir noch ein paar Küchen. Das ist alles nicht so einseitig belastet, ist quasi mit Köpfen alles. So, hier haben wir ein Brot. Und da haben wir nochmal einen Käse, den machen wir direkt mal hier nebenan. Und ja, dann, ja, das Schwarzeichenzeug, das ist ganz ehrlich, das werfe ich da mal raus. So, was haben wir denn als nächstes Schönes? Donuts haben wir noch für Küchen, dann haben wir noch Goldäpfel und Milcheimer, das würde ich so noch in Küchen irgendwie platzieren, von der Thematik her. Obwohl so ein Donut natürlich hier auf so einem Schreibtisch auch sich ganz gut macht, finde ich. So, dann haben wir hier vielleicht in die Küche noch ein bisschen. Hier passt relativ viel hin. Ich würde sagen, hier machen wir so einen Milcheimer hin. Vielleicht hier nebenan mal so ein Donut direkt und hier hinten irgendwo noch ein Goldäpfelchen. Ja, das sieht doch ganz gut aus mal. Und dann gehe ich nochmal ganz kurz zu WRT. Denn ich habe hier noch eine Küche, die ich sonst immer irgendwie auslasse, weil
Kopfdekorationen, und zwar ist sie da hinten irgendwo. So, na komm. Dann fliegen wir nochmal schnell hier hin. Übrigens, ich kann jetzt auch relativ einfach längere Folgen machen, einfach aus dem Grund, weil ich halt jetzt fast Internet habe. Hier, das Internet ist am Start. Das ist am Stissel, da kann man sich echt nicht mehr beschweren. So, und diesen Milchding, denn ich stelle jetzt einfach mal hier auf den Boden hin. Vielleicht sieht das ein bisschen blöd aus, aber ja, da steht jetzt hier einfach auf dem Boden rum, das ist doch egal. So, hier oben, da haben wir sicher auch nicht so viele Köpfe rumstehen. Was haben wir hier? Nee. So ein Donut beim Kacken würde ich mir jetzt nicht unbedingt geil vorstellen. Was haben wir? Ja, da hier vielleicht hier noch so ein Donut ans Fenster. Nee, da gefällt er mir auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Da wird mir eher so ein Deutschlandkopf gefallen hier. Und den Donut machen wir lieber woanders hin. Wie gesagt, das ist hier relativ, nicht relativ schwer, aber man muss sich jetzt schon gut überlegen, wo man Köpfe hinmacht, einfach aus dem Grund, weil hier schon so viele rumstehen. So, dann würde ich sagen, den Donut, den stellen wir einfach nochmal hier irgendwo hin. Den goldenen Apfel, den stellen wir einfach da so. Ja, an die Wand hängen ist immer gut bei Äpfeln. Die hängen immer an Wänden. Und hier hinten machen wir nochmal so einen Milchkopf hin, dann ist es, glaube ich, ganz gut. So, als nächstes würde ich sagen, machen wir diese Blumendinger noch, so Kakteen, das hier. So eine Chorusblume, Alter, ich gehe wieder in den Keller. Und runter da. Zack. So, dann würde ich sagen, machen wir mal hier so eine Chorus-Dings hin. So einen Kaktus haben wir hier auch am Start. Wo machen wir denn den hin? Das Ziel ist eigentlich, dass hier in jedem Zimmer mindestens ein Kopf rumsteht. Dann würde ich sagen, machen wir hier so ein Laub hin. Dann hier könnten wir so einen Kaktus hinmachen, so einen schönen, obwohl mir der da nicht so gut gefällt. Den würde ich eher hier hin machen. Hier haben wir sogar einen Kopf drinnen stehen. Ist das hier übrigens kein. Nee, das ist keine. Ich dachte gerade, da kann man was hinstellen, aber das ist ein bisschen zu. Ja, hier geht es. So, müssen wir dann noch hin. Hier vielleicht in diese Therme oder wo das ist. Hier vielleicht noch irgendwo so als Dekoration so einen kleinen Pflanzenkopf irgendwo hinstellen. So, dann haben wir noch einen Fisch, einen Walross und ein Chamäleon. Das sind mal so. Also die nächste Kategorie würde ich sagen. Also hier im Kino übrigens würde sich Popcorn richtig gut anbieten, aber ich glaube, das haben wir hier noch nicht. Dann machen wir hier irgendwo einfach so einen Zaubertisch hin oder so. Nee, der gefällt mir hier gar nicht. Der gefällt mir hier gar nicht. So, dann dekorieren wir, wie gesagt, die Folge mal einfach so chilliges Haus. Hier machen wir so einen Zaubertischkopf hin. Das sieht doch ganz gut aus. So, und jetzt kommt mal der Fisch dran. Wo sind denn die Aquarien hier? Hier müssen doch irgendwo Aquarien rumstehen. Oder man macht den Fisch einfach so zum Fernseher irgendwo hin. Das würde sie natürlich auch gut machen. Ja, das sieht dann so beim Fernsehen zu. Hier fehlt übrigens was auf dem Tisch. Hier fehlt übrigens was. Hier fehlt irgendwie was zu essen auf dem Tisch. Ja, dann gibt es heute lecker Walross. Schadet auch nicht, oder? Heute gibt's Walross. Heute gibt's Walross. Und so ein Bedrock-Dingens, den kann man hier auch ganz gut hinstellen, denke ich mal. Wenn man den vielleicht hier so hinmacht. Ja, ich denke, das sieht alles so ganz gut aus mit den Köpfen. Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann zu laggen beginnt, wenn ich hier so viele Köpfe verteile. So, dann hier würde sich so ein Fisch noch ganz gut machen, denke ich mal. Neben dem orangenen Bett. Ja, hier denke ich, kann man so ein grünes Ding mal hinmachen, so ein Chamäleon. Dann hier so ein braunes Ding würde sich hier nicht so gut machen. Da brauchen wir irgendwas Kontrastmäßiges. Vielleicht so ein Pikachu sogar. Hier so ein Pikachu in die Ecke stellen. Das gefällt mir ganz gut. Hier so ein. Obwohl der Fisch natürlich hier wesentlich besser passen würde als das Brot. Weil hier einfach ein Aquarium in dem Zimmer ist. So, dann hätte ich gesagt, hier die Bank. Da gönnt man sich nochmal so einen Deutschlandkopf irgendwo hin. Vielleicht hier so in die Ecke am besten. Ja, das sieht ganz gut aus. So, was haben wir denn hier alles noch am Start? Alter, das, wie gesagt, das ist eine längere Folge. Einfach aus dem Grund, weil wir hier so ein bisschen chillig diesmal machen. Ein bisschen dekorieren den WAT. Das schadet, glaube ich, nicht. So ein bisschen mal so eine abwechslungsreichere Folge. Nicht nur irgendwie alles schnell, 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 sondern wirklich so ein bisschen chillig diesmal angehen. Und ja, mal gucken. So, wo kann man jetzt hier noch Deutschlandköpfe hinklatschen? Ein Walross würde ja hier auch richtig gut hinpassen eigentlich, hier so irgendwo in diesem Gartenbereich. Ich stelle das einfach mal dahin. Hier stelle ich das Walross hin. Und ein Deutschlandkopf, wo würde der noch hinpassen? Hier an und für sich würde er schon hinpassen, wenn man so ein bisschen verteilt die Dinger. So in der ganzen Villa, dann hier vielleicht noch so bei Flo's Apartment habe ich auch noch nicht so viel dekoriert, wenn ich mich nicht täusche. Hier fehlt auch noch ein bisschen was. Hier im Badezimmer ist viel voll übrigens. Hier in der Küche, da können wir natürlich noch einen Toast hinmachen oder sowas. Hier so ein Brot irgendwo mal in die Mitte klatschen. Vielleicht am besten hier so. Ja, das sieht ganz gut aus. Und halt noch hier irgendwo an die Seite vielleicht so. Oder hier so generell mal so zwei Deutschlandköpfe als Dekoration. Dann
So ein Katzenkopf finde ich eigentlich auch ganz cool. Den könnten wir vielleicht hier so hinstellen. Dann haben wir hier nochmal einen Deutschlandkopf. Ich verteile einfach ein paar. Flo ist ja eh Deutscher, den stört es sicher nicht, wenn er hier ein paar Deutschlandköpfe rumfliegen hat. So, dann machen wir hier noch einen Fußball vielleicht irgendwo hin. Mal schauen, ob der sich hier irgendwo ganz gut machen würde. Mal gucken. Vielleicht sogar mal hier irgendwo. Ja, hier ist ganz gut. Ich denke mal, hier so ein Fußballkopf passt ganz gut. Alter, jetzt weiß ich, wo ein Fußballkopf hinkommt. Jetzt weiß ich das. Warte, ich gehe nochmal kurz zur VAT. Das finde ich da, glaube ich, gar nicht hin. So, und die Folge ist jetzt mal etwas länger, wie gesagt. Also wir verteilen hier nur ein bisschen Köpfe, wir quatschen so ein bisschen rum. Hier schreibt mich gerade jemand an. Sorry, kann gerade eher schlecht antworten, weil sonst muss ich hier in der Aufnahme rumschreiben. So, und zwar kommt der Fußball ins Zimmer von Fußball King 123. Hahaha, da haben wir ja wieder mal die Jokes am Start, würde ich sagen. So, und da kriegt auch hier noch irgendwie eine Eule ins Badezimmer oder nee, hier ist sogar gar kein Platz mehr. So, mal generell schauen, vielleicht hier mal so eine Eule noch hinmachen. Die sitzt hier so auf dem braunen Dingens. Hier in die Ecke vielleicht noch eine Katze und den Zaubertisch, den mache ich einfach mal hier in das Kunstzimmer rein. Da denke ich, passt das auch ganz gut, wenn man den hier irgendwo hinstellt einfach. Vielleicht einfach mal so in die Ecke hier. Und mein Pokéballkopf, den will ich natürlich noch zu einem Pokémon-Spieler der Extraklasse packen, und zwar zu mir. Denn ich bin ja richtig nicht Pokémon-süchtig, aber ich bin, glaube ich, schon jetzt Level 25 oder 26 bei Pokémon Go. Von dem her denke ich mal, habe ich das ein bisschen gespielt. Aktuell zwar nicht mehr so viel, das habe ich eher am Anfang gehypt, aber kennt ihr wahrscheinlich selber. Würde mich echt interessieren für alle, die bis hierhin geguckt haben. Spielt ihr eigentlich noch selber Pokémon Go? Ich muss ja sagen, ich spiele zurzeit sehr, sehr wenig. Und von dem her, ja, keine Ahnung. Trotzdem finde ich den Pokéball geil. So. Wo stellen wir den hin? Ich glaube, ich stelle mir den hier wirklich auf den Schreibtisch drauf. Hier direkt auf den Schreibtisch stelle ich mir den hin. Den Pokéballkopf. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das gefällt mir so. Hier hinter das Mikrofon, den Pokéballkopf. Das kann man immer mal machen. Und ja, dann würde ich mal sagen, Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder im Live-Commentary oder in der nächsten Folge. Bis dann, euer Rodax.